4, 3, 2, 1. Oh! Ja? Puff! Das geht! Das kommt mir ja richtig routiniert vor, als würdest du das öfter machen. Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Freunde! Herzlich willkommen zu einem lang gewünschten, ersehnten Squad Builder Battle. Es ist wieder zurück auf meinem Kanal. Und Leute, weil es schon so lange her ist, habe ich mir auch gleichzeitig gedacht, ich lade hier einen neuen Gast ein auf meinen Kanal. Das ist niemand geringerer als L-A-A-K-I Lucky. Ich grüße dich, Bra. Abgegrüßt, Leute, und abgegrüßt, Pato. Abgegrüßt, ich liebe das so sehr, Leute. Alter, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut und selber. Ja, danke, mir geht's auch bestens. Leute, solltet ihr Lucky nicht kennen, woher kommst du? Aus Lünen, bei Dortmund. Genau dort halt, in Dortmund, ja. Richtig. Dass ich das auch jetzt mal weiß. Aber wichtig ist, dass ihr auch mal Bescheid wisst, woher er kommt. Er ist ebenfalls ein deutscher YouTuber, ja, unschwer zu erkennen. Hat, glaube ich, knapp 1700 Abonnenten, ist das richtig so? Ja, das stimmt. Und Leute, come on, schaffen wir es, den Kanal 2000 Abonnenten zu geben? Würde mich persönlich mega, mega freuen. Real Rap, er hat es echt verdient und wer mich kennt, ich werde auch sehr, sehr oft unterstützt und ich gebe immer zurück, ne? Wenn man gibt, dann bekommt man das halt irgendwie zurück oder wie das Sprichwort heißt, ich weiß es nicht. Aber es würde mich sehr, sehr freuen. Daumen nach oben für Lucky im wie heißt denn das nochmal? Im Anschluss, genau so ist es. Ihr wisst, mein Deutsch, ja, ist nicht der Beste from the world. Aber im Anschluss, erster Link ganz oben in der Videobeschreibung, dort haben wir auch ein Video gedreht. Alter Leute, da ist etwas passiert, ich hätte mir das nie gedacht, aber ihr müsst euch das anschauen und dann wisst ihr, wovon ich rede, ne? Und ich würde mal meinen, bist du gehypt, mein Bester? Ich bin richtig gehypt. Ja, dann will ich schon mal sagen, wir starten, genau. Es geht um Team of the Season Mares. Ich setze meinen roten Inform-Team auf die Season Mares und Lucky hat den ganz normalen, ne? Richtig, also normal Team of the Season. Gut, willst du reinhalten als Gast? Ja, ich halte gerne rein. So. Alter. Wirklich. Okay, ein Spieler, auf den könntest du kommen, aber auf den anderen, der war nie wirklich auf meinem Kanal irgendwie präsent oder so. Ist aber trotzdem eine mega geile Karte. Und das ist Player of the Month, Wilfried Zaha. Der sieht echt geil aus. Zwei Spiele, zwei Tore, drei Vorlagen, okay. Der nächste, auf den könntest du echt kommen, weil der ist in meinem Main-Team drinnen. Oh oh. Den muss ich umswitchen sogar, sehe ich gerade. Es ist Player of the Year oder Player of the Month, Aguero. Ja, Mann! Hast du ihn? Ich hab Aguero! Da ist er! Fuck! Wenn ja. Du wusstest, ne? Du wusstest wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte Aguero irgendwie so im Gefühl. Ich dachte, du packst ihn rechts hin und links Messi. Du immer mit dem Messi. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte das so ein Gefühl, weil Argentinien und so, das wäre schon gut abgegangen davor, ne? Alter, schade. Bist du Torwart oder einen normalen Spieler? Ja, ich würde sagen, so ein Torwart wäre schon nicht schlecht im Sturm. Jetzt hast du mich geraped. Fuck, nein, nein. Okay, beginnt schon mal nicht gut, aber dafür muss ich nicht abstoßen, sollte ich verlieren. Ich halte rein, mein Bester. Okay, so, fangen wir mal an mit meinem Sturm. Da habe ich einmal, ja, denselben Stürmer wie du, den guten Wilfried Zaha. Und, Freunde, meine Geheimwaffe, es ist Batsman aka Batshuayi, der 87er. Der Typ, der geht so übelst ab und ich hoffe einfach, dass du ihn nicht hast, ne? Warum denkst du, dass ich Batshuayi nicht habe? Es könnte ja sein, dass ich Zaha habe, ne? Ja, da hat sich irgendwie sowas angehört, als ob du dich gefreut hast, wo Zaha kam, ne? Ich habe ihn tatsächlich. Ich hab als erster Footbirth den Mané und er ist bei mir noch auf dem Whiteboard durchgestrichen. Ich habe ehrlich Zaha SBC. Nein! Und weil du mir den Torwart gegeben hast, bekommst du auch einen. Oh, scheiße, ey. Ich hätte nicht gedacht. Und Sanchez, Alexis Sanchez, weil du hast ja von einer Geheimwaffe geredet und ich dachte, das ist die Swap SBC von Sanchez, Alexis. Nein,
meine Geheimwaffe ist echt Batshuayi, weil Batshuayi. Der Typ, der geht anders ab. Ich bin gespannt. Alter, aber krank. 2 Snipes, Alter. Wow. Fängt ja schon mal gut an, ne? Ja, jetzt kommt links Mittelfeld und ZTM. Bin echt gespannt, wie du dein ZM jetzt lösen willst. Echt? Ja. Ja, lass dich mal überraschen. Was willst denn du machen mit Zaha? Du hast eine Icon. Nein, der braucht einen grünen Link. Kann das sein, dass du dich da ein bisschen... Wer braucht einen grünen Link? Zaha. Ja, bräuchte er theoretisch, ne? Ja, er braucht einen grünen Link. Aber Zaha hast du ja erwischt, ne? Ja, ja, aber ich muss mir Zaha immer noch vorstellen. Du darfst ja nicht ändern. Ja. Und der Zaha ist doch Elfenbeinküste, ne? Warte mal. Okay. Da bin ich echt gespannt. Oh. Was denn? Hab nix. Alles gut. Du denkst wahrscheinlich auch an die eine Position, kann das sein? Ich weiß nicht. Ach so, okay. Ich weiß es nicht. So, mein Bester. Ich habe jetzt hier dein linkes Mittelfeld und deine beiden ZTMs. Also, dass du nochmal Bescheid weißt, ne? Ich habe auf die 4-4-2 umgeswitcht, ne? Ja. Aber ZMs einfach. Ja, ah, ZMs. Ja, alles klar. Ich weiß nicht, ob du dich für Leroy Sané entschieden hast. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass ich dich in diese Ecke gelockt habe. Ich habe mich aber für meinen roten Inform Heung-min Son entschieden. Nein. Ja, okay. Mein ZM. Es muss ja immer ein Knaller dabei sein. Prime Icon Kulitz. Den könntest du sogar haben. Scheiße, er hat ihn sogar. Und wegen diesem Spieler habe ich mich noch vor der Aufnahme umentschieden, weil du das im Hinspiel so heftig gut gemacht hast. Rechtes ZM ist Team of the Season Eriksen. Oh nein! Scheiße, ich habe wirklich gar nichts. Was? Ich habe so ein kurzes Atmen gehört. So dieses fröhliche Atmen. Ja, wo du so sagtest, ja, du gehst bestimmt auf Sané, aber der ist es nicht. Da dachte ich so, okay, vielleicht ist er doch gewechselt. Linkes Mittelfeld hatte ich nämlich Gomez, den Argentinier. Alejandro, okay. Ich dachte, da gehst du irgendwie in eine andere Liga rüber. Mhm. Im ZM hatte ich Maradona. Okay. Ja, und dann hatte ich noch De Bruyne. Okay, krass. Scheiße, ey. Meine erste Variante wäre gewesen, ich wollte wegen Fernandinho. Fernandinho hatte ich als erster. Und ich dachte, Aguero auf Fernandinho, man kommt gleich drauf. Okay, sehr gut. Und jetzt bin ich gespannt auf deinen rechten ZM. Ich halte rein. Oh, oh, rechte ZM, okay. Aber ich fange erstmal an. Beim linken Mittelfeldspieler, da habe ich nämlich Marco Reus. Okay. Das okay hört sich nicht so gut an. Dann habe ich als linken ZM Tolisso. Scheiße. Und als rechten ZM habe ich... Du hast nicht Yaya Touré? Nein. Was? Ich habe dann nämlich den guten Gündogan. Hä? Ja. Wie soll Zaha auf Full Cam kommen? Der hatte eigentlich Full Cam, wo ich das gemacht habe. Das geht doch gar nicht. Mahrez? Oh oh! Warte, ich... Kannst du gleich rausgeben. Oh nein. Es ist halt die Frage. Nein, es hätte ja klappen können. Es ist halt die Frage. Scheiße. Wenn man so einen Fehler macht, muss man noch einen Torhüter reingeben oder nicht? Ich hatte das nicht. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare bei Eigenfehler. Ich habe das schon mal machen müssen. Scheiße. Ich hatte Prime Ike Matthäus und ein anderes Spieler ist nicht auf Full Cam gekommen. Ich habe mir einen Torwart gegeben. Schreibt mal in die Kommentare. Sollte man automatisch einen Torwart reingeben? Aber ich hatte ja schon den Joker eingesetzt.
Das heißt, er müsste jetzt einen normalen Brose ZM verwenden. Ich gebe dir jetzt einen normalen Brose ZM. Aber schreib mir mal in die Kommentare, wie das die Community handhaben würde. Ey, ohne Mist, für den Fail Ehrenmann-Aktion, ich hole noch einen Torwart im ZM. Nein. Ehrenmann-Aktion zurück, normaler ZM. Echt? Okay. Ja. Okay, ich meine. Ich will es nur von der Community wissen. Ich habe 100.000% Jaja aufgeschrieben, weil es hätte kein anderer sein können. Scheiße, ey. Er hat einen grünen Link benötigt. Aber Leute, er spielt erst die zweite Runde SBB. Er ist noch halb Jungfrau. Aber nur halb, ne? Ich habe Yaya Touré, Maximilian Philipp, glaube ich, heißt er, und Goretzka. Und Tolisso war Plan A als erster. Oh. Ich habe mich dann umentschieden wegen Philipp, wegen Deutsch, dass du dann in der Außenverteidigung alles machen kannst. Ja. Kannst du jetzt auch machen. Außenverteidiger hatte ich nicht wirklich einen Plan. Ich habe es jetzt auf gut Glück geschrieben. So, dann fangen wir mal an mit dem linken Verteidiger. Da gehen wir mal in die Bundesliga. War ja zu erwarten. Augustinsson. Okay. Kenn ich gar nicht. Und auf der rechten Seite. Was sind das für eine Nation? Das ist Schwede. Alter, das ist krank. De Aurier. Stark. Plattenhardt und Trent Alexander Arnold. Ja, stark. Stark. Der hört sich doch gut an. Ja, haltest du rein. So, hier sind meine Spieler. Bitte. Alter. Ich bin echt kurz am Überlegen. Den Rechtsverteidiger. Den wirst du, glaube ich, haben, einen Rechtsverteidiger. Irgendeine Version, Wants to Watch oder Inform ist das Aurier. Hast du auch. Der Linksverteidiger. Das ist eigentlich eine seltene Karte. Aber es ist ein Tottenham-Spieler. Den habe ich schon dreimal eingesetzt. Das Blöde ist, Heung-min kann ich zu Fährte führen. Dann nehme ich den. Nein, scheiß drauf. Ben Davies. Ja! Ich hab Davies, Mann. Ich hab's gewusst. Da ist er weg. Scheiße. Ich hab's gewusst. Außenverteidiger rechts. Außenverteidiger rechts hatte ich Walker. Ah. Scheiße. Ja. Ben Davies. Schön. Ich wollte ihn unbedingt einbauen. Ich wollte ihn unbedingt haben. Mann. Ja, das war's für ihn. Ja, wieder ein Bronze-Spieler. Shit, hast du gut gemacht. Boah, der wäre schon bitter, wenn ich den abstoßen müsste. Wie viel kostet der? 87. 87.000? Ja. Das ist die kleine Zehe von meinem Hulit. Ja, ist ja gut, ne? Seht ihr sie, die ich aufgeschrieben habe? Leute, ich habe so einen Fehler gemacht. Ich habe ihn eigentlich auf die Fährte gelockt. Und ich hoffe, du nimmst diese Fährte nicht an. Einfach weil ich diesen Spieler probieren möchte, habe ich eigentlich Roulette eingebaut. Ich habe den noch nie gespielt, ich möchte den unbedingt spielen. Team of the Season, Matthijs de Ligt. Der Torwart spielt bei Eindhoven, ist auch ein Team of the Season. Ich glaube, den spricht man Sweat aus. Scheiße, du lachst mit so laut. Und jetzt, kommt die auffälligste Karte. Das ist, okay, nicht der. Second Inform, okay. Ja gut, ne? Das war's dann mal wieder komplett. Also damit hätte ich echt überhaupt nicht gerechnet mit den ganzen Holländern. Ich hatte nämlich Vertonghen, Bailey und De Gea. Alter Vater. Ja. Ich dachte echt, da gehst du so ein bisschen auf dich her. Ich würde mal sagen. Achso, ich muss reinhalten bei dir. Ja, wäre wär nicht schlecht. Geht schon. So, alles klar. So, mein linker Innenverteidiger ist der gute Jerome Boateng. Ja. Oh, da kam ein kurzer Ton. Scheiße, ey. Mein rechter Innenverteidiger ist Rüdiger. Ja. Und im Tor habe ich Team of the Season Ter Stegen.
Alter, jetzt packst du mal bei einen heftigen Keeper rein. Ja, natürlich. Ich hatte keinen Plan bei dir. Naldo Luiz Ederson. Oh, Glück gehabt. Ja, ich wollte jetzt David Luiz nehmen, so ein bisschen. Aber hätte da nicht so gut gepasst mit Boateng. Alter, man hat jetzt einiges zu verlieren, ne? Immer wenn ich Spiele aus meinem Main-Team einbaue, habe ich so Bammel zu verlieren. Ja, das ist schön. Ja, komm. Ich meine, okay, bleibt einfach stehen. Okay. Nein! Halt's Maul! Nein, wo flank? Alles klar. Ne. Also dieser Torwart ist ja die richtige Pfeife, ne? Ey, ich sag noch, wo flankt der denn da überhaupt hin? Verstehe ich nicht. Aber vorher auch schon, bei deinem Lupfer hat er auch nicht reagiert. Ne. Und das ist ein Team of the Season Spieler. Krass. Weißt du, was ich komisch finde? Du hast nicht auf die Chemie geachtet, ne? Ne. Ich hab mega auf die Chemie geachtet bei dem Bronze-Spieler. Aber irgendwie kommt es mir so vor, als läuft alles bei dir runter. Genauso wie bei den Spielen auf deinem Kanal. Komisch, ne? Übelst komisch. Aber ich habe das oft so, zum Beispiel... Da kann ja nicht mal eine Ballrolle. Typ. Nein! Ist er... Oh! Come on! Alter, war der knapp. Scheiße, war der knapp. 3 Meter daneben. Fuck! Das ist so tief. Mann, das macht keinen Spaß. Ganz ehrlich, Bro, wenn das so tief ist. Schau, wo meine Innenverteidiger sind. Ey! Yeah, come on! Elfmeter? Alter! Ehrlich, Elfmeter? Der war doch außerhalb, oder nicht? Keine Ahnung. Fuck me. Nein, Chiki-Flanke! Oh! Alter. Nein! Der kommt trotzdem an! Chiki-Flanke ist zu krass. Einfach ein Phänomen. Ich find's immer noch heftig, dass du keine Taktiken hast, aber trotzdem deine Verteidiger so weit hinten stehen. Ey, ohne Witz, ich mach einfach immer am Anfang eigentlich ein Defensiv und dann mache ich einfach auf Konter und Pressing. Alles klar, okay, dann versteht sich ja das von selbst. Come on, Alter, wenn das jetzt schon wieder Elfmeter. Jetzt schlage ich mit der eigenen Waffe. Nein! Also schon, es ist so frustrierend, so, wenn man so manche Sachen sieht. Was ist denn denn Zip drin? Das ist der Torwart. Der holt die das ganze ist der Zeit, Torwart die ganze der Zeit? Der holt die ganze Zeit die Bälle, so ohne Witz. Krank. Ja. Nein! Na, come on. Ja, yeah, Mann! Du schießt doch noch rein, das ist... Mann! Alter! Alter, ich bin so frustriert. Ey, das Spiel, das hasst sich gerade richtig, ne? Ja. GG. Ja, GG auf jeden Fall. Ey, du hast echt Kacke am Schuh gehabt, ne? Ja, egal. Da kannst du gar nichts für, die fallen alle übereinander. Geht schon. Bist du bereit? Ja. Okay, dann fang ich mal an mit dem linken Außenverteidiger. Das ist wirklich nicht meine Folge. Das ist... oh mein Gott. Wer war das? Für so ein Spiel, so einen Spieler zu verlieren. Delikt. Scheiße, Alter. Warte. Den Torwart. Das hält nicht mehr auf. Ich glaube schon bessere Tage. Team of the Season, Eriksen. Boah, Alter. Scheiße, ey. Boah, das tut mir so leid, ne? Auf jeden Fall, guckt bei Lucky vorbei. Ich hoffe trotzdem, euch hat Spaß gemacht, Leute. Ich bin mega, mega enttäuscht. Was soll ich dazu sagen zu dem Gameplay? Aber ja, schuld bin natürlich ich selbst und nicht das Spiel. Alles Liebe auf jeden Fall. Abonniert Lucky. Ich wünsche euch einen schönen Tag, meine Freunde. Alles Liebe. Du hast das letzte Wort, mein Bester. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Wie gesagt, Pato, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier auf deinem Kanal, ja, teilhaben darf, sag ich mal. Hat mir echt mega Spaß gemacht. Ist natürlich ein bisschen kacke gelaufen für dich. Das Gameplay war auch einfach mal wieder Müll. Machen wir uns nichts vor. Ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da beim guten Pato. Falls ihr noch nicht abonniert habt, haut auf jeden Fall mal ein Abo rein. Der Junge, der gibt sich richtig Mühe, macht richtig geile Videos. Ja, ich würde sagen, wir sind raus, ne? Ciao, ciao.